Herzlich willkommen bei BFC TV, herzlich willkommen auf der Schaukel, um bildlich zu sprechen, mit Schwung und Dynamik nach Auerbach. Herzlich willkommen, Marcel Stutter. Danke, Martin. Wann saßt du das letzte Mal auf dem Spielplatz auf der Schaukel? Da ich ja schon 34 bin, ich glaube, das ist 20 Jahre her. Ja, wo hast du damals da Fußball gespielt? War es schon in Aalen oder war es noch in Kamen? Nee, mit 14 war ich tatsächlich noch in meinem Heimatverein VfL Kamen. Ja, für dich fing es dort alles an, ging dann zu Rot-Weiß Aalen. Wie ging es dann für dich weiter in den Männerbereich? Nach 5 Jahren in Aalen, also da war es schon der Männerbereich. Wir wurden damals hochgeschrieben in die zweite Mannschaft. Wir waren also 3-4 Spieler. Und nach 5 Jahren Aalen ging es dann nach Gütersloh. Gütersloh, kennt man, wenn man vorbeifährt, ein Waschmaschinenhersteller. Richtig, Miele. Wir wollten keine Werbung machen. Ach so. Ja, um dann wo zu landen am Ende? Dadurch, dass ich in Gütersloh schon meine zweite Ausbildung wegen dem Fußball abgebrochen habe, bin ich dann wieder zu meinen Heimatvereinen gegangen, VfL Kamen. Zweite Ausbildung abgebrochen. Ich hatte irgendwas gelesen, du warst im IT-Bereich, dann in der Metallbranche. Was wäre aus Marcel Stutter geworden, wenn er bei einem von beiden bis zum Ende durchgezogen hätte? Je nachdem, vielleicht hätte ich mal irgendwann für uns vernünftige Flutlichtmasten hingestellt, aber nee, das hat damals alles mit dem Fußball nicht geklappt und deswegen musste ich es leider frühzeitig abbrechen. Und dadurch, dass ich schon zwei abgebrochen hatte und ein klein wenig Druck von zu Hause bekommen habe, bin ich dann wieder zurück zum VfL Kamen in den Heimatverein, um meine dritte Ausbildung anzufangen und die ich dann auch zum Glück auch gut beendet habe. Das ist doch gut. Eine Ausbildung nach dem Fußball ist ja immer gut. Für dich ging es runter bis in die Landesliga, aber dann hoch bis in die holländische Ehrendivision. Wie schafft man so einen Sprung? Ja, das kam alles sehr plötzlich, muss ich sagen. Dadurch, dass mein Stiefvater sehr gut war mit dem Sven Mislintat. Der war ja letztens auch noch hier zu Besuch, weil er mittlerweile bei Stuttgart ist. Und der war ja damals noch beim BVB und der hatte mich eingeladen zu diesen Footbonauten. Sagt dir das was? Nein, sagt mir nichts. Das ist so eine Art Reaktionsmaschine, wo du halt von 4 Himmelsrichtungen Bälle kriegst und die dann in einer gewissen Zeit in so ein Kästchen reinschießen muss. Und er hatte damals in meiner Zeitung gelesen, Stutter, wo ich bei Holzwickede in der Landesliga war und hatte mich eingeladen und anscheinend waren meine Zeiten sehr gut und er hatte mir Probetrainings organisiert. Zum einen war das Arminia Bielefeld und halt Holland erste Liga. Und ja, dann am Ende durfte ich in Holland unterschreiben. Hab das Training gut absolviert da. Ich gehe mal davon aus, dass man in der Landesliga vielleicht sogar noch auf Schotter spielt, um dann, wahrscheinlich älteren Kunstrasenplätzen, um dann plötzlich in der holländischen Ehrendivision gegen Feyenoord Rotterdam, PSV Eindhoven und Ajax Amsterdam zu spielen. Was ist das für ein Gefühl, wenn man als Spieler plötzlich dann in solchen Arenen aufläuft und dann Gegner hat, die man sonst nur aus dem Fernsehen kennt? Ja, anfangs war die Euphorie sehr groß. Ich hatte nach der ersten Woche 180 Anrufe in Abwesenheit von irgendwelchen Zeitungen, die mich interviewen wollten. Und für mich war das dann damals zu viel, muss ich sagen, weil ich kannte das nicht so, dass es so extrem geworden ist. Aber ich muss sagen, ich habe es einfach nur aufgesaugt. Es war schön. Ich durfte sogar beim ersten Spiel direkt ran, die letzten 15 Minuten, glaube ich, in Heerenveen war das, vor 20.000 oder über 20.000. Da muss ich aber sagen, ich war am Anfang sehr nervös, aber am Ende hat es doch geklappt. Wir haben 2-0 gewonnen und das war für mich ein schöner Einstieg. Ja, wenn man solche Gegner gespielt hat, dann ging es ja für dich weiter aus Holland wieder zurück nach Deutschland. Genau. Wo bist du dann gelandet? Beim BSV Rheden. Und ich habe gehört, dort hat auch Andor Boyki gespielt. Genau, da haben wir uns kennengelernt. Und ihr wart sogar Nachbarn oder fast direkt Nachbarn? Ich glaube, wir haben so 5 Meter auseinander gewohnt. Also hier war meine Tür und genau geradeaus war Andors Tür. Ja. Also ich kenne es ja Tür an Tür mit Alice, also du warst Tür an Tür, Tür mit Andor. Genau. Ja, und demnach kennt ihr euch halt schon länger und ist sicherlich von Vorteil, wenn man dann hierher wechselt, dass man schon mal jemanden kennt, einen Anlaufpunkt hat und der einen wahrscheinlich auch den Weg dann in die Mannschaft schneller eröffnet. Genau, also Andor war damals bei uns in Rheden der Jungspund und jetzt ist das ja ein gestandener Mann. Wie viele Tore hat er jetzt? 12, 13, 14?
Jedenfalls mehr, wie er sonst erzielt hat. Also Andor ist da auch wie ein Wein. Noch nie war er so wertvoll wie heute. Oh, Wein, sehr schön. nee, das war sehr schön. Also ich wurde auch direkt super aufgenommen hier. Das, klar war das dann einfacher, dadurch, dass man einen Spieler kannte. Aber ich war direkt gefühlt Teil des Vereins, Teil der Mannschaft und habe mich von Tag 1 wohlgefühlt. Aber vorher, bevor du von Reden hierher gekommen bist, warst du ja in Wolfsburg. Genau. Wolfsburg ist ja der ICE halt, wo auch schon mal der Zug vorbeifährt. Wenn er nicht seinen Dienstplan beachtet, dann bist du plötzlich schon in Hannover und die Leute dürfen dann mit der Regionalbahn wieder zurückfahren. wie hast du Wolfsburg erlebt? Ja, also ich muss sagen, eigentlich dachte ich, für mich wäre der Fußball wieder vorbei in Reden, weil es ging ja bei mir, früher war es ja A-Jugend-Bundesliga und so weiter, dann ging es halt runter in, bis in die Bezirksliga sogar, dann in die erste Liga und dadurch, dass ich mich in Holland schwer verletzt habe, war dann am Ende die Saison auch für mich vorbei und nach Reden dachte ich eigentlich, es wird nichts mehr und dann kam plötzlich der Anruf aus Wolfsburg. Hatte mich natürlich sehr gefreut, habe mich mit den Leuten dort getroffen und wir sind uns eigentlich direkt einig geworden, dass ich da als älterer Spieler die kleinen Jungs in den Männerbereich herantasten lassen kann, dass ich denen halt Tipps geben kann und halt wie so eine Art eine kleine zwischen Spieler und Trainer eine Funktion halt. Quasi Herbergsvater auf dem Platz. Im Grunde kann man das so sagen, ja. Als Ansprechpartner für junge Spieler, die halt den Sprung nach oben schaffen wollen. Genau. Und ja, kann ich mir gut vorstellen, die Rolle. Du hast ja davon gesprochen, schwer verletzt in Holland. Ja. Ich habe dazu einen Zeitungsartikel gelesen. Jeder denkt ja jetzt, dass irgendwas im Spiel passiert ist. Tatsächlich war es beim Lattenschießen. Leider ja. Was ist genau passiert? Ja, da kommen die Erinnerungen wieder hoch. Ich durfte damals auch des Öfteren mal von Anfang an spielen und das war auch so ein Training. Das heißt, wir mussten nicht so viel machen und hatten früher frei. Da dachten wir, komm, spielen wir mal ein paar Spielchen und dann mal das Lattenschießen. Ich bin mit links weggerutscht und dann mit der Spitze doof hängen geblieben und dann mit meinem ganzen Körper auf meinen Fuß gelandet. Dann hat es dreimal ganz laut Knack gemacht und die Schmerzen waren da. Was war die Diagnose? Sinnesmosebandriss, Wadenbeinkopf gebrochen und unten die kleinen Knochen sind auch weggebrochen. Heißt einmal volles Programm und lange Verletzungszeit, ja. Und alle Hände voll zu tun in der Reha und für ein Physio, oder? Zwei OPs sogar. Es wurden da ein paar Schrauben eingesetzt, die wurden dann nach 6 Wochen wieder rausgeholt. Und ich dachte eigentlich, ich würde es vielleicht nochmal schaffen zum Ende der Saison hin, aber das war leider nicht mehr möglich. Eine Lehrstelle war ja in der Metallbranche, hast du die Schrauben behalten? Die Schrauben habe ich noch zu Hause, ja. Die habe ich wirklich noch zu Hause. Als Mahnmal oder wirklich Erinnerungsstück? Nee, ich wollte mir eigentlich mal so, wenn ich mal mit dem Fußball komplett aufhören sollte, so einen Bilderrahmen fertig machen, wo man ein paar Erinnerungen reinkleben kann und das soll dann verewigt in meiner Wohnung sein. So, dann bist du irgendwann beim BFC gelandet. Ich kann mich noch an dein Debüt erinnern gegen Chemnitz. wenn man ehrlich ist, hat man gedacht, so, oh, der Junge hat so ein paar Kilo Übergewicht. Es dauerte nicht lange, es hat ordentlich auf dem Platz gerumst. Dann lag dein Gegenspieler und ich glaube, du hast sogar die gelbe Karte gesehen. Ich hatte mir dann so quasi die Sprechblasen vorgestellt, wo der Gegenspieler gesagt hat, na Dicker, bist du jetzt in der Regionalliga gelandet? Und ich hatte so irgendwie den Eindruck, du wolltest gleich erstmal zurechtstutzen und sagen, ja, bin jetzt wieder hier. Was war wirklich? Ich habe mir ja in den 4 Jahren bei Wolfsburg und in den 2 Jahren bei Reden den Namen in der Regionalliga Nord gemacht. Aber hier in Nordost kannte mich ja keiner. Und dadurch, dass die letzte Saison in Wolfsburg oder bei uns allen, die wurde ja leider abgebrochen. Und wir durften dann ja nicht mehr trainieren. Und ich bin dann auch ehrlich, ich habe dann auch nichts gemacht. Bis mich dann der Trainer angerufen hat, der Ben Benek. Und dann kam ich halt relativ schnell hier hin, habe auch relativ schnell unterschrieben, hatte einmal trainiert und ja, und dann wurde ich quasi ins kalte Wasser geworfen bei Chemnitz. Ja, und am Ende durftest du dich sogar noch Berliner Pokalsieger nennen. Hast du damit gerechnet? Am Anfang haben wir natürlich nicht damit gerechnet, weil wir dachten, die Saison wird nicht fortgeführt und wir waren natürlich froh, dass wir die letzten 2 Spiele spielen durften und ich denke, man hat es bis heute gemerkt, dass wir da ein eingeschworener Haufen geworden sind in der Zeit und ich war froh über jedes Spiel und klar, ein Pokal ist natürlich immer schön, weil
4 Jahre davor gab es keinen Pokal bei Wolfsburg 2. Wir dürfen ja leider nicht mitspielen und umso schöner war es, den zu gewinnen. Pokalsieger, du im Feier-Outfit, sieht wie aus? Hut, offenes Hemd, Latschen. Also quasi wie jetzt. Fast wie jetzt, genau. Das Hemd fehlt noch. Ja. Wenn wir weitergehen, jetzt sind wir hier in der Saison, stehen kurz vor dem Auswärtsspiel gegen Auerbach. Das sind nur noch wenige Spieltage. Wie ist so deine Stimmungslage? Stimmungslage ist nach wie vor top. Wir lassen uns jetzt wegen so einer Niederlage nicht unterkriegen. Wir müssen nur nach uns schauen und nicht auf den Gegner. Wenn wir unsere Aufgaben erledigen und unsere Punkte holen, werden wir am Ende oben stehen. Nur leider kommt danach noch die Relegation. Durfte ich leider auch schon miterleben mit Wolfsburg. Hinspiel gewonnen, Rückspiel verloren und sind nicht aufgestiegen. Deswegen müssen wir einfach unseren roten Faden bis zum Ende der Saison weiterfinden und einfach durchziehen und weitermachen wie vorher. Also da sehe ich, das sieht vom Gefühl her sehr gut aus für uns. Ja, ich bin da guter Dinger. Das ist gut zu hören. Wenn du jetzt mit dem Fußball irgendwann aufhörst, willst du überhaupt aufhören oder hast du dann so eher die Trainerposition im Gedanken? Also ich kann mir nicht vorstellen, dass ich den Fußball komplett verlassen werde. Ob es jetzt am Ende ein Trainer wird, ob ich jetzt vielleicht noch 3 Jahre weiterspiele, also noch fühle ich mich fit, auch mit 34. Leider gab es schon die ein oder andere Verletzung, aber solange der Körper hält, will ich weiterspielen. Welche Verletzung gab es denn bei dir alle schon, außer die vom Lattenschießen? Och, Mittelfußbruch, Kreuzbandriss, Innenbandriss, Knochenmarksödem ohne Ende, Knorpelschaden, Meniskus wurde schon genäht. Ich glaube, die Liste ist sehr lang, leider. Hört sich an, wie nach dem Fußball das doch öftermals dann vorne oder hinten zwicken wird und man sich dann doch zurückerinnert an die Zeiten auf dem Platz, woher das dann kam, oder? Da habe ich auch schon Angst vor, muss ich sagen. Also wie gesagt, nach wie vor, also zurzeit geht's noch, alles ist super, ich fühle mich super. Und ich will gar nicht jetzt an die Zeit nach dem Fußball denken, weil ich glaube, das macht mir einfach schlechte Laune, weil so habe ich meinen Spaß, so habe ich meine Jungs alltäglich um mich herum und ich hoffe, wie gesagt, dass es so lange wie möglich weitergeht. Schlechte Laune kann ich mir bei dir eigentlich auch nicht vorstellen. Wenn wir nochmal zurückblicken, Pokalfinale. Du kamst, glaube ich, mit einer ledierten Schulter in die Partie. Ich hatte das Gefühl, dass dann irgendwie schon ein Zweikampf kam, wo du eigentlich schon signalisiert hast, reicht, ist schon wieder was kaputt, ich muss wieder runter. Um dann aber, sag ich mal, doch eigentlich noch in der Schlusssekunde mit einer Grätsche und wieder runtergehen, wieder auf die Schulter gehen, eigentlich den Ball verhinderst davon, ins Tor zu gehen und es 2-2 zu machen für den BHK. Wie hast du die Situation erlebt? Also die erste Situation, muss ich sagen, da wurde ich sogar von Philipp Schulz umgehauen. Das war eine blöde Situation im Mittelfeld. Ich bin direkt auf meine Schulter gefallen und da dachte ich wirklich, jetzt ist wieder vorbei. Konnte zum Glück weiterspielen und am Ende, ja, ich denke mal, wir haben als Mannschaft komplett einfach alles gegeben, dass wir den Sieg halten und am Ende war das eine schöne Feier. Ja, habe ich von gehört und gelesen, ja. Genau. Ja, wenn wir nochmal in die Zukunft blicken, wo wirst du später sesshaft werden? Du hast ja jetzt quasi überall schon gewohnt, quasi am Kamener Kreuz groß geworden. In Holland, in Wolfsburg, in Reden, in Berlin. Wo gefällt es dir am besten? Da muss ich Berlin sagen. Also ich wohne jetzt ja auch schon über 4 Jahre hier. Ich bin 2 Jahre hier täglich nach Wolfsburg gependelt. Und ich muss sagen, wir haben uns, also meine Frau und ich, wir haben uns in die Stadt verliebt und wir werden auf jeden Fall hier bleiben erstmal. Kommen wir noch ein paar privaten Details. Hund oder Katze? Hund. Buch oder Playstation? Buch. Krimi oder Komödie? Komödie. Kino oder Theater? Kino. Was würdest du in Berlin am besten sofort noch erledigen? Essen gehen. Was ist deine Lieblingsspeise? Oh, ganz schwer zu sagen. Ich liebe Essen, ich liebe es auch zu kochen. Da wir in Berlin sind, sage ich mal einfach Döner. Okay, was würde es zu essen geben, wenn man bei den Stutters zu Hause ist? Tapas.
ist typisch Berlin, oder? Fast. Ja, ich denke, das sind so die wichtigsten Fragen, die man stellen sollte. Wir freuen uns, wenn ihr dann einschaltet am kommenden Sonntag, 16 Uhr in Auerbach. Unser BFC Dynamo gastiert beim VfB. Braucht drei wichtige Punkte, um weiter ganz vorne zu bleiben, auf dem Platz an der Sonne, um im Aufstiegsrennen bzw. um Platz an der Sonne das beste Punktepolster zu haben. Seid dabei, schaltet ein und für jetzt zurück in die angeschlossenen Funkhäuser. Bis dahin, tschüss. Tschüss.